eines Roadtrips durch die USA gibt es nichts Großartigeres als die allabendliche Suche nach einem Motel. Etwa eine Stunde vor dem Einkehren beginnt man damit, auf Schilder, Reklamen oder Gebäude mit der typischen Motelform zu achten, die man zu allen anderen Tageszeiten nicht mal wahrnimmt. Je billiger der Reklamelook oder je schäbiger die Fassade, desto besser. Die originellsten Absteigen sind meist die privaten Motels, die zumindest entlang der Interstates fast vollständig von den Ketten verdrängt wurden. Mit der Zeit bekommt man jedoch ein Gefühl dafür, wo man diese Privatmotels findet. Ich fahre dann einfach an irgendeiner Abfahrt Richtung Hinterland und lande in der Regel irgendwann vor einem Motel.